Es geht jetzt weiter und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Voll die krasse Anmoderation. Ja, genau. Ja. Also, ich nehme mal an. Oh Gott, wie ging das hier? So, okay. Ich nehme mal an, ihr habt die. Oh! Oh Gott. Ihr habt eventuell das Original weitergekühlt. Und bist jetzt eigentlich mehr oder weniger, wie es weitergeht, weil ich weiß es noch nicht. Ich habe das Original gerade noch nicht gespielt. Ich spiele gerade einfach nur noch mal das Level zu Ende, weil ich gerade dabei war. Ja. Und vorbereitet wie eh und je. Falsche Richtung. Nein, wo springt sie denn hin, Mann? Blöde Kuh. Ich hasse das. Ey, manchmal ist sie echt blöd. Ich bin gleich tot. Was ist denn das? Aber beim alten war es so, dass wenn man da ins Feuer kommt, dass man dann brennt und dann muss man erst ins Wasser springen, damit man nicht mehr brennt. Wo geht denn das wieder runter? Ernsthaft jetzt, das geht auf Zeit? Das? Alter, fick doch dieses Spiel. Ich weiß nicht mal, wie ich da rüberkommen soll. Ah.
genau, super. Wie soll das denn funktionieren? Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber ich hatte gerade einen Checkpoint. Ich hoffe, dass ich da drüben stehe. Also sterbe ich gerade einfach mal kurz. Ui, ist das schön hier. Ui, ist das schön hier. Ui, ich komme da doch gar nicht rüber. Ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll. Nee. Ach so, man kann sich... Okay. Och Mann, ey. Ich hasse das Level.
ist doch nicht wahr. So, ist das hier vielleicht nur für Secret und eigentlich kann ich da so hochklettern? Ich probiere es danach mal einfach so hoch zu klettern, vielleicht geht das ja. Nö. Also wenn das nur für das Secret ist, dann werde ich das Secret vielleicht mal offscreen einfach holen. Beziehungsweise vielleicht einfach mal irgendwo ranschneiden. Lalala. Ich krieg das einfach nicht hin. Ich weiß nicht warum. Wow. Ja.
schon wieder die ganze Scheiße machen. Die wird noch ein bisschen angesägt, die Olle. Gibt's doch nicht, da kann man gar nicht durchkommen, ohne verbrannt zu werden. Ja, ist Kohle richtig, super. Ich verzweifle gerade innerlich wirklich. Okay, das ist wirklich ein First Secret, das eine. Und ich will nicht mehr. Wie kann man das Level so gestalten, dass das wirklich... dass man da wirklich verkohlt werden muss? Und zwar so oft. Kriegst du Belohnung? Ein Medipack. Dafür, dass ich wie viel verbraucht habe? 8. Naja. Thank you.
Jetzt muss ich trotzdem noch irgendwie durch die Tür kommen. Ich da gerade. Sag mir jetzt bitte nicht, ich habe da einen Hebel übersehen. Ganz kurzer Cut. Und ich gucke mir kurz ein Video dazu an und dann gucke ich, ob ich da einen Hebel übersehen habe und den Scheiß noch mal machen darf. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Und ja, Panik umsonst gekriegt. Da war kein Hebel. Ich muss mich nur hier ein bisschen mehr umgucken. Ich habe mich jetzt nicht genau. Also, ich habe mir jetzt nur angeguckt, dass der hier hinten hochgeklettert ist. Allerdings weiter habe ich nicht geguckt. Ich wäre jetzt nämlich eigentlich echt zurückgegangen, wäre nochmal raufgeklettert, um dann festzustellen, dass da wirklich kein Hebel ist. Demnach weiß ich übrigens als auch nicht, was auf uns zukommt. Aber es ist schon mal eine Erleichterung. Ach, okay. Das haben wir beim Original deutlich früher gemacht. Und hier ist es nämlich mit der Zeit. Schrottmuntel. Boah, ich dachte, wollte gerade sagen, ja, guck mal, hier kann man langlaufen, ohne was man sich wehtut. Aber nein, das war wohl doch nichts. Gut, okay, mehr scheint ja nicht zu sein. Nicht mal ein mickriges, kleines, scheiß Medipack. Übrigens deutlich weniger Schaden genommen als ich. Habe ich das auf normal eingestellt und der wahrscheinlich auf leicht, war? Medipack. So, das wird jetzt auch wieder ein bisschen dolle. Und sollte das anfangen zu ruckeln, werde ich definitiv ein paar Mal sterben. Runterzugehen. Nein, das Ding haut ab.
Okay, nochmal. Was ist das da? Oh ne, hier geht's zurück. Aber es ging schon mal ganz gut. Okay, so viel dazu. Okay, warum geht das gleich wieder runter? Okay, halt dich nicht fest. Bitte nicht. Alles ist ein intelligenter Raum. Sobald ich auf dem Boden bin, gehen alle wieder runter. Wo springt sie hin? Oh nein. Thank you, come again. Okay, das reicht. Secrets muss ich nicht unbedingt machen.
So. Verlass das mit das. Haben wir erledigt. Benötigte Zeit? 5 Stunden? Was? Nein, never. Ich habe auch wohl ein bisschen zu lange im Pausemenü und das seht ihr ja mit. Also, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn, euer Milo. Ciao.